Warum sind Sie euren Rittern so wichtig? Seltsame Frage. Vergib mir, Herrin. Ich bin ein Fremder, der versucht, die hiesigen Bräuche zu verstehen. Wir vergeben dir. Den Legenden zufolge war es die Dame vom See, die uns die Tugenden anvertraute. Woher wir sie wirklich haben, weiß niemand. In Toussaint glauben wir, dass Männer geringer Geburt einfachen Herzens und gehorsam sein sollten. Von Rittern erwarten wir jedoch mehr. Sie sollen Soldaten und Höflinge, Herren und Diener zugleich sein. Daher ist eine klare moralische Richtschnur erforderlich. Bei seinem Ritterschlag schwört der Anwärter sein Leben lang Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl zu zeigen. Mir scheint, das Biest will den moralischen Verfall anprangern. Die Opfer wurden alle gedemütigt. Vielleicht wurden sie ermordet, um ihren Mangel an bestimmten Tugenden zu betonen. Ehre wird vom Pranger konterkariert. Weisheit von Lächerlichkeit, Großzügigkeit von einer Börse im Hals. Es passt, wenn auch nicht perfekt. Man kann die Theorie nicht verwerfen, wenn jeder in der Stadt davon spricht. Wenn wir recht haben, dann wird der nächste Mord eine Demonstration der mangelnden Tapferkeit des Opfers sein. Wir können auch erwarten, dass das Opfer wieder ein älterer Ritter ist. Mal überlegen. Im Augenblick halten sich alle Ritter entweder auf dem Turniergelände oder in den Palastgärten auf. Unsere jährliche Hasenjagd beginnt bald. Hast du von dem Brauch gehört? Mithon hat etwas erwähnt. Er hat sich darauf gefreut, in einem Hasenkostüm herumzuhopsen. Ich weiß nicht warum. Moment. Seltsame Umstände, ein älterer Ritter, die berühmte Feigheit von Hasen. Kann es so einfach sein, ob Milton de Perrac-Perrin das nächste Opfer ist? Milton kannte auch Delacroix. Das hat er mir am Fluss erzählt. Damien, wie konnten wir so etwas Offensichtliches übersehen? De Perrac-Perrin, Crespi, Delacroix und Dulac waren eine Ritterschar. Es ist Jahre her, aber... Im Grunde ist das 7, der DLC, den wir hier spielen. Jetzt verstehe ich. Wir spielen hier quasi 7. Dann hoffen wir nur, dass wir am Schluss nicht irgendwie Siri in einem Pappkarton überreicht kriegen oder so. Sie waren eine Schar. Gute Freunde, unzertrennlich. Als solche erwarben sie das Vertrauen unseres Vaters des Herzogs. Wir haben oft mitbekommen, wie er sich in heiklen Dingen an sie gewendet hat. Später trennten sich ihre Wege. Das ist wohl kein Zufall. Das Biest dürfte es ebenfalls wissen. Es ist ein Hinweis, da bin ich sicher. Gnädige Herrin, wir müssen Milton finden. Sofort. Das dürfte schwierig werden. Das Gartenfest beginnt jetzt und er ist als Hase verkleidet, sitzt irgendwo im Versteck und wartet darauf, von beschwipsten Höflingen gefunden zu werden. Das Hasenversteck ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Wir müssen das Spiel sofort abbrechen. Vor allem müssen wir die Ruhe bewahren. Damien, lass sofort die Gärten durchsuchen, aber diskret. Wir dürfen die Feierlichkeiten auf keinen Fall stören. Eine Panik würde das Biest nur einladen, noch früher zuzuschlagen. Und du, Hexer, kommst mit mir. Schließlich sind es meine Gärten und meine Ritter. Ein Mord kommt nicht in Frage, das dulde ich nicht. Nicht bei meinem Palast. Pferde! Bringt uns Pferde! Edle Helden! Was zum Teufel? Ich komm dir gleich hin! Edle Helden! Gib acht, dass es nicht knittert! Vorwärts! Das ist Seide, pass doch auf! Gib mir das! Erster Mörder! Der Pferdekerl ist der Mörder. Wetten? Ich habe ihn doch durchschaut.
Schneller, Gera! Reife wieder hin! Wie zu Hause. Das hängt nicht von mir ab, sondern von Plötze. Ob Plötze nicht will. Okay, schnell. Ich finde, mit dem Rockwegreisen hat sie sich quasi so ein bisschen von klassischer Zelda in Breath of the Wild Zelda verwandelt. Mit einem Move. Die Herzogin. Hier ist es, gleich um die Ecke. Schneller. Wir müssen zum Austragungsort des Spiels. Die Teilnehmer müssen das Horn eines Einhorns, einen goldenen Fisch und das Ei eines Phönix finden. Dann können sie schlussfolgern, wo der Hase Milton sich verbirgt. Das heißt, wir müssen diese Dinge finden? Wir haben keine Wahl. Aber es muss schnell gehen, also brechen wir die Regeln. Nein, lieber doch hier lang. Ich zeige dir, wo die Jagd stattfindet. Dann teilen wir uns auf. Du besorgst das Horn des Einhorns und den goldenen Fisch. Ich hole das Ei des Phönix. Das geht am schnellsten. Wie soll ich denn das Einhorn fangen? Es ist sehr scheu, aber du gewinnst schon irgendwie sein Vertrauen. Da drüben läuft es herum. Schau. Goldener Fisch. Brauche ich eine Angel oder ein Netz? Bitte, Geralt. Es ist kein echter Fisch. Schau dort beim Wasser. Siehst du die Lichter? Die Schatzsucher versuchen von Booten aus den Fisch zu fangen. Du musst einfach reinspringen und ihn finden. Der goldene Fisch und das Horn enthalten Hinweise auf Miltons Versteck. Wenn du beides hast, komm zu mir. Ich bin bei den anderen Eierjägern. Alles klar? Dann an die Arbeit. Ich hoffe... Nein, warte! Mach's nicht, Gerard, wir sterben doch! Oh, manchmal unterschätze ich einfach, wie wenig... Er war schon in der Animation, ich konnte nichts mehr dagegen tun. Aber manchmal denke ich mir immer so, ach komm, natürlich überlebt er das. Aber dann fällt mir ein, dass ich hier Witcher 3 spiele. Und dann merke ich, verdammt, Fallschaden geht überhaupt nicht. Dann ist es aber schon zu spät. Es gibt, glaube ich, kein Spiel im ganzen Universum mit so krassem Fallschaden wie Witcher 3. Oder? Mir fällt gerade wirklich keins ein, glaube ich. Der Sturz jetzt gerade, dass der tödlich ist. Und der war sogar noch relativ weit. Da haben mich schon ganz andere getötet. Mir fällt da echt kein anderes ein, dass da so krass ist. Oh Gott, Autosave, bitte lass uns jetzt nicht im Stich. Wenn wir ganz viel Glück haben, hat gerade eben gespeichert nach dem Dialog. Ja, danke Spiel. Du bist das Beste. Dann müssen wir wohl ein bisschen mehr zu Fuß gehen. Können wir hier irgendwie vielleicht... Ich glaube, jetzt stecken wir fest. Okay, ich laufe dem Punkt nach. Du hast gewonnen, Spiel. Von mir aus. Hol den goldenen Fisch. Ich wollte erst zum Einhorn, aber gut. Aber das Einhorn ist eh nur ein Pferd, ne? Ich glaube, das sah so aus zumindest. Ich glaube, das Einhorn ist nur ein Schimmel mit einem aufgeklebten Horn. Sollten mal kurz gucken, ob wir vielleicht unser Schwert reparieren können, weil das ist schon ziemlich kaputt. Total kaputt. Das sollten wir mal ein bisschen flicken. Ach verdammt, ich muss echt mal dringend zu einem Schmied. Ich habe hier schon ein kaputtes Schwert und das andere geht jetzt auch bald kaputt. Weil ich nie Reparaturkits habe. Und wenn, dann sind die immer sofort weg. Warte mal, da oben ist das Pferd. Dann gehen wir erstmal dahin. Wartet mal, ich habe schon eine Idee. Vielleicht können wir es beruhigen mit Axi. Vielleicht geht es mit einem Apfel oder Süßigkeiten. Wir wären nicht in dieser Bredouille, wenn du noch Jungfrau wärst, liebe Schwester. Willst du wirklich schon wieder damit anfangen? Jetzt und hier? Psst. Kriegt die Bestie ja Angst. Wir probieren es mit den Süßigkeiten. Hallo Leute, ich muss euch leider den Spaß verderben. Wer ist das?
Ich hab doch gesagt, benutz Axi. Komm schon, bleib ruhig. Ja, funktioniert auch nicht, na gut. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das geht ja wohl nicht mit rechten Dingen zu. Das ist himmelschreiender Betrug, jawohl. Meine Herren, wir müssen dem Schlingel rechtes Betragen beibringen. Im Ernst? Im Ernst? Naja, gut. Ich würde sagen, dann... Hört mal, ich habe keine Regeln gebrochen. Stimmt. Er hat nach den Regeln gewonnen. Wir hatten einfach Pech. Wir müssen den nächsten Hinweis erwischen. Die Gärten sind riesig. Ich reite besser. Ja! Was für ein unangemessenes Verhalten. Los, los! Ich meine, nichts gegen Plätze, aber so ein Fake-Einhorn ist schon auch cool. Aber es ist genauso stur wie Plätze. Der goldene Fisch müsste ja zu finden sein, wenn ich unter Wasser bin. Was zum Teufel? Ist da gerade jemand ins... Ich sehe irgendwie zwei goldene Fische. Ah, nee, das ist wahrscheinlich ein großer Fisch oder so. Dann ist das da hinten, der goldene. Ups, ich wollte den eigentlich schon looten. Na, egal. So wichtig ist es nicht. Okay, Hinweis vom Einhorn, Schlüssel vom goldenen Fisch. Verschämtheit. Schlechter Stil, mein Herr. Tu doch was. Und was? Soll ich ins Wasser springen? Du solltest offiziell protestieren. Okay, Einhorn. Lauf, lauf. Zum nächsten Missionspunkt. Au! Wir kommen bestimmt zu spät. Wahrscheinlich erwischen wir den Täter auf frischer Tat. Aber können nichts mehr dagegen tun. Gut gemacht. Gut gemacht, Pferd. Wenn du geruhst, Herrin? Ich geruhe nicht. Ich handle aus höchster Notwendigkeit. Erklärungen gibt es später. Aber es ist gegen die Regeln. Ich bin die Regeln. Geralt, endlich. Ich habe einen Schlüssel und einen Hinweis. Ich habe auch einen. Zeig mir deinen. Wer hat diesen Plunder geschrieben? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab? Hey, ich meine, kann sie als Herzogin nicht den Organisator dieses Spiels fragen? Der muss es ja wissen, letztendlich, oder? Also... Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab, dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut auf den Kopf mitgab. Ein Bauernhof, ein Palast, Speisekammer, ein Treibhaus, ein Tierpark. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ein Bauernhof? Aber welcher Maus gibt man denn einen Hut auf den Kopf und was... Hä? Das ist zu rätselhaft. Ich habe keine Ahnung, was gemeint sein könnte. Dann sei still und lass mich nachdenken. Ein Ei in der Mitte hält uns auf Trab. Ein Ei in der Mitte von Trab. Treib! Und eine Maus, die zuerst einen Hut auf dem Kopf trägt. Am Anfang. Ah, ein Ei Treib in der Mitte von Trab. Treibhaus. Ausgefuchst. Das hört sich gut an.
Es gibt mehrere Treibhäuser im Garten, aber nur eins kann man abschließen. Und der Schlüssel, den wir gefunden haben, sieht ganz richtig aus. Also das Treibhaus. Auf geht's. Wobei es technisch gesehen Treibhaus heißen müsste. Und auch das mit dem Hut und der Maus funktionieren. Ich glaube, das ist mit der Übersetzung schwierig wahrscheinlich. Warte hier. Da gibt man einer Maus einen Hut, wird kein Haus draus, sondern eine Maus mit Hut, eine Hutmaus. Es ist Wolverine. Damn. Oh oh, denk an den Fallschaden, Geralt. Was zum Lappen? Was zum Lappen? Was war das? Was für eine actionreiche Szene, das ist man gar nicht gewöhnt von Witcher, ne? Das Spiel hat viele Stärken, aber so toll in Szene gesetzte Zwischensequenzen gehören eigentlich eher nicht dazu. Aber das war gerade total gut. Kann man nichts sagen. Ich bin hier. Was für ein Zufall, ich auch. Ist das vielleicht deine? War sie mal. Aber behalt sie nur. Ich habe eine neue. Ich kenne dich nicht. Ich habe dir nichts getan. Du schlachtest zuerst eine Bruxa, die mir lieb ist. Und dann stellst du mir nach. Warum? Du hast 4 unschuldige Menschen umgebracht. Mindestens. Und du? Wie viele Unschuldige hast du auf dem Gewissen? Also seit ich das Spiel spiele, habe ich da schon drauf geachtet. Aber es ist trotzdem natürlich immer schwierig. Außerdem, ganz genau, die Antwortoption gibt es zum Glück, ist das Whataboutism. Und das hat noch nie ein Problem gelöst. Das ist immer Bullshit. Wir reden hier nicht von mir. Oh doch, das tun wir. Haben sie dich geschickt, um mich zu töten? Wer sind sie? Was soll das heißen, sie? Die Herzogin hat mich angeheuert. Du ermordest ihre Untertanen. Ach, so einfach ist das? Ich würde der Herzogin ja ausrichten lassen, dass ich nur noch ein Opfer fordern werde. Aber die Chance kriegst du nicht. Der hat so viel Gürtel. Wenn das hier ein Anime wäre, dann wären wir erledigt. Geralt, ich habe mich nur verdrückt. Du musst dein Schwert schon verprügeln, wenn du es mit den bösen Händen. Shit. Das war alles nicht gut. Schon wieder. Mein Gott, der spinnt aber auch ein bisschen. MHN, wie geht's? Danke fürs Subscriben. Du solltest bleiben, wo du warst. Regenerieren! Ich weiß, dass du in Schwierigkeiten bist. Ich kann helfen. Ich helfe mir selbst. Nein, er ist mein Freund.